Dann machen wir mal ein rechtwinkliges Dreieck. Ganz egal wie lang. Dann brauchen wir die Mitte. Jeder weiß noch, wie das geht, gell? Streckensymmetrale haben wir das genannt. Und schon haben wir die Mitte. Also, nachdem das die Hypotenuse ist, A, B und das nenne ich M. Und wenn ich da jetzt ein rechtwinkliges Dreieck haben will, dann mache ich den Taleskreis einstechen in M, aufspannen bis zu A oder B. Fertig ist es. Und jetzt ist jedes Dreieck ein rechtwinkliges. Ganz egal, was ich daneben. So. So. Dann haben wir da C. Da ist der rechte Winkel. Gegenüber von C ist die Hypotenuse. Und von A nach C haben wir die Kathete 1 und von C nach B die Kathete 2. Üblicherweise sagen wir immer, gegenüber von C ist die Seite C, gegenüber von A ist die Seite A und gegenüber von B ist die Seite B. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck, da gilt immer Hypotenuse zum Quadrat. Ich verwende jetzt unsere Abkürzung C, ja. Ist gleich Kathete 1 zum Quadrat plus Kathete 2 zum Quadrat. Soweit der Lehrsatz des Pythagoras. Da gibt es aber noch ein bisschen was. Das schauen wir uns jetzt an.